Wir sind unterwegs mit unseren Hunden und haben eben in den Nachrichten gesehen, dass auf Mount Charleston es brennen soll. Und haben rausgeguckt und ihr seht es jetzt schon, wenn wir zu unserem Weg fahren, wie zugezogen es ist. Das ist die Wolke, wirklich die Qualmwolke. Wir fahren mal nach oben zur Straße. Und ich hoffe, dann sieht man es besser, wie es hier der Ruß noch drin ist. So, ganz da oben seht ihr den ganzen Qualm, da oben brennt es auf dem Mount Charleston. Das ist der Mount Charleston. Mount Charleston ist hier ein Naturschutzgebiet, hintern oder rechts neben dem Red Rock. Und sehr schade um die ganzen Tiere, die jetzt wohl da oben. Problem, ihr seht es wirklich, was für eine Wolke, Rauchwolke das ist. Wir fahren mal zu unserem Hundeplatz und hoffen dann ein besseres Bild zu haben. Straßen da oben sind auch gesperrt, also Fox 5 unterrichtet uns sehr gut und zeigt uns alles, was da oben leider brennt. Sehr windig ist es heute, 50 Meilen haben wir heute gehabt. Und ihr seht hier, wie schön strahlend blauer Himmel hier doch noch ist. Und wenn man dann rüber schwenkt, was für eine große Rauchwolke das dann ist. Auch hier, wenn wir mal... Ihr kennt die anderen Bilder vielleicht, die ihr auf meinem Kanal hier seht. Alles schon dicht voller Ruß. Ich gehe mal ein bisschen weiter runter, vielleicht können wir dann ein bisschen mehr sehen. Das Feuer wurde nicht gelegt, sondern ist ja, durch die Natur entstanden. So wurde auch Fox 5 gemeldet. Aber ist schon gigantisch. So, wir sind ein bisschen weiter gegangen und ihr seht also wirklich ein Farbenspiel hier als blau, und wenn man, wie gesagt, die Wolke sieht oder vom Wind her, treibt es also wirklich auf die Stadt zu. Ja, also wirklich Feuerwehr, Polizei. An sich ein schöner Tag, ein bisschen windig. Bisschen, sehr viel. 50 Meilen Wind. Und dann, wie gesagt, da hinten der Ausbruch über Mount Charleston. Ich weiß gar nicht, wie weit der weg ist von hier. Wir fahren ungefähr 40-45 Minuten. Also so, auch so 40-55 Meilen dann von hier. Und eine direkte Autobahn nach oben gibt es nicht. Das weiß ich. Ich versuche auf Fox 5 noch ein paar News zu bekommen und dann hefte ich die mit hier an das Video. Aber sieht schon gewaltig aus.